Und Raketenfrau. Geh mal dahin für nächste Runde. Müsste sich dafür bewegen. Will mich nicht bewegen. Hier, Flag. Gut. Toasted. Nachladen. Du gehst mal in eine schlechte Deckung, aber kannst von da aus dann nicht töten. Okay, schade. Du gehst mal da hin. Kann er zwar nicht in den Winkel da schießen, aber. Trotzdem besser als nix. Und genau, du ziehst dich jetzt wie ein Floater das gerne macht zurück. Und da kommt Thin Man und Seeker. Jeweils 3. Die kommen alle schön am besten. Okay, von dem einen sind nur noch 2 über. Du bist jetzt schon flankiert, wovon da. Okay. Scout. Mach den Tracker bitte an. Da wärst du auch nicht sicher. Okay, dann mach erstmal den hier. Du hast Deckung? Okay, dann halt bitte weiter drauf. Komm schon, komm schon, komm schon. Gut. Noch ein Sieger und 3 Finger. Du bist flankiert, kannst aber dafür sorgen, dass du es nicht mehr bist, indem du den da killst. Komm schon, komm schon, komm schon. 95%. What the fuck? Genau. Genau das habe ich auch gerade gedacht. It's right down. Geh dahin. Und halt einfach mal eine Rakete. Dann kommt es nicht so weit. Schade. Du siehst nix, Overwatch. Boah, du hast ein Problem. Mach Run and Gun. Ich schub's eventuell jetzt eine zweite Truppe auf. Ne, Glück gehabt. Da ganz hinten. Hui. Ne, eigentlich wollte ich nur den hier. Rapid Fire, nur um sicher zu gehen. Dann haben wir nämlich einen der Flank. Und der andere versucht es hoffentlich gar nicht erst zu flankieren, weil er dann zu nah an Dubby rankommt und Dubby dann, ne, Nahkampffähigkeit hat. Du, Overwatch für eventuelle Floaterreste. Du rückst auf und lädst nach. Reloaded. Ja, feiglich ist nicht zurück. Ich höre noch mehr Floater. Die hauen ab. Okay, also 2 Thin Men im Dunkeln im Nordwesten. Werde ich die Karte gleich wieder ordentlich orientieren. Nämlich so. Zu weit weg. Nachladen. Und erstmal ordentlich positionieren. Wo ich irgendwas anderes mache. Das heißt, Sniper auch an eine Stelle, wo er ordentlich schießen kann. Zum Beispiel da. Das heißt, du gehst dahin. Sniper pusht dahin und so wird die ganze Karte abdecken können von da aus. Weil ihm nichts im Weg ist. Also keine Wände, keine Türen, kein. Oh, was hast du da gerade sehen können? Ach, den da ganz hinten. Ja, später. Später, später, später. Rocketeer. Damit hin.
Chef. Ein bisschen zu zentral und ein bisschen zu weit vorne für einen Anführer eigentlich, aber er hält's aus. Er hätte extra den Perk für mehr HP. Macht sich doch sehr bemerkbar. Geht Richtung Nordwesten. Da soll immer noch ein Meldcontainer, aber wir sollten uns nicht zu sehr auseinander frieseln. Der letzte Trupp in den Floatern, der muss irgendwo ziemlich in die Ecke eingefercht sein. Weil ich weiß, da vorne kommt gleich die Anhöhe, wo wir gestartet haben bei der Arztmission. Immer schön zur vollen Deckung. Machen wir hier den Motion Tracker an. Und du siehst nur da ganz hinten was. Werf mal den Ball nach da. Ich hoffe mal, diesmal funktioniert er auch. Oh, da ist der Trupp. Okay. Ich könnte jetzt aus dem Nichts ansnipern, richtig? Ich weiß noch nicht, ob ich das will. Ich kann alle noch schießen. Ja, aber nur einmal. Nee, 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 nee. Wir positionieren uns noch weiter besser. Zum Bleistift. Da. Gut. Ich weiß nicht, ob wir von da aus denn da so durchschießen können mit einer Rakete. Aber testen wir mal. Gut. Du bleibst da. Du bleibst da. Du, dich hätte ich ganz gerne hinter Fullop. Damit du hier so Ninja-mäßig kreuz und quer springen kannst für deinen Running Gun. Du müsstest ein bisschen weiter vor, da ist aber keine... Oh, doch da. Das ist gute Deckung. Ja, und du hältst deinen Triggerfinger mal zurück. Machst einfach noch Reload statt Steady Weapon. Okay. Die laufen alle rein. Da schon mit dieser Schuhe rein. Kein Treffer, ernsthaft. Zwei böse Linien. Oh, also ein regulärer Overwatch und ein Nahkampf-Overwatch. Sind wir mal da hinten gemütlich? Zwei Thinmen, okay. Stimmt, es waren zwei abgehauen. Oh, ist gefährlich. Der Kopf suppressed mit einer Plasma-Entladung. Du. Spring mal da. Oh ne, kriegst einen Overwatch ab. Wo ist mein Scout? Du bist nicht mein Scout. Du würdest ganz gerne da oben Granaten reinschmeißen. Ich weiß, das sieht sehr verlockend aus. Und das sind drei Overwatch-Schüsse. Ich weiß, dreimal Overwatch. Das heißt, der erste würde nicht treffen, weil Lightning Reflex ist. Der zweite hätte schon eine relativ gute Chance. Zumal, wenn ich weiß, was für Bonus-Perks sie haben. Und der dritte hat eine richtig gute. Das will ich eigentlich nicht riskieren. Das heißt, ich halte einfach von hier aus. Wir machen jetzt am besten. Genau, du machst erstmal den Tod. Das ist schon mal ein Suppression-Pack. Dann. Kannst du leider nicht schießen. Kannst du schreddern? Ich treffe nur nichts. Shot ist blockt. Oh, warte, da war was. Ich könnte hier hinschießen, es hat eine Drei-Felder-Abweichung. Mit etwas Glück drei Felder in die Richtung und Pech nirgendswohin. Nicht dahin gekriegt er eventuell drei Schüsse ab. Ich würde das gerne aufteilen. Also einen Schuss auf den Scout, einen Schuss auf den da hinten vielleicht.
gerade was gesehen. Shot ist blockt. Ring hat 100%. Ich probier mal so. Nix, ja. Weil nix rot hervorgehoben würde, muss ich mir wirklich merken. Egal wie toll es aussieht, solange nichts rot hervorgehoben ist, ist nix. So, du siehst nicht den da in deinem Rücken. Das ist unpraktisch. Du solltest was taggen. Warum kann keiner... Ja, du. Ich würde den Sniper ganz gerne nutzen, um einen von denen hier zu töten. Vorzugsweise den mit wenig HP. Also ihn hier. Hätten wir auch einen Overwatch weniger. Okay. Das ist der Plan. Der Sniper tötet jetzt den mit wenig HP. Wer tötet ihn nicht? Den. Mit Precision Shot. Genau, den da. 80 Hit Chance. Das sind 4 aus 5 Schüssen Treffen. Glaube ich. Ja. Ist noch nicht zu spät für Kopfrechnen. Fuck. Oh, mein Gauss-Gewehr. Also, du kannst leider nichts mehr. Overwatch. Das Ding da muss sterben. Es muss weg. Scout. Halt drauf. Was soll's. So, wen haben wir noch? Du siehst die da oben nicht. Du siehst ihn. 83% mal weg. Oh, komm schon! No way that just happened. Du fängst dir viel zu viele Overwatch ein. Okay, dann muss ich halt mit dir in Overwatch gehen und hoffen, dass er hier runterspringt. Problem ist, wenn er rechts rum runterspringt, wird Dubby nicht durch Fullop durchschießen, um ihn zu töten. Das heißt, Fullop muss ebenfalls in Overwatch gehen. Okay. Die sehen echt garstig aus, die Dinger. Von hier aus nicht sehen. Ja, du gehst in Overwatch. Du gehst in Overwatch. Da ist der Feind dran. Bitte flieg nach oben oder irgend so einen ähnlichen. Oh oh, das ist nicht gut. Der Cruiser der muss doch in Overwatch laufen. 27%. Ein Treffer wird es nicht. Okay, ihr habt nichts gesagt. Suppression. Die stehen echt total auf Suppression. Also die zusammen mit einem Nektuiden oder so. Das wäre garstig. So, du links runterspringen bitte. Danke. Hey! Das ist einfach nur unfair. Aber wenigstens war es kein Kill. Trotzdem unfair. Allesamt Cheater. Noch mehr Suppression. Okay, das ist krass. Du regenerierst auch HP, hm? Okay, du Nasenbär. Du bist jetzt weggescattert. Danke. Du. Den würden wir gerne taggen. Den da würden wir gerne taggen. Den großen Bösen. Großer Böser. Der da. Ist getaggt. Du. Großer Böser. Auf 60% nur.
Ne. Wenn er dann 84% nicht schafft, schafft er 60 auf keinen Fall. Suppressed? Du bist nicht suppressed. Oh doch. Oh, komm. Du stehst still. Du hast dich jetzt zwei Runden nicht bewegt. Schredder bitte die drei. Oder wenigstens... Ja. Gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Ganz brav. Ganz brav. Okay. Dann machst du jetzt bitte... ein Todesschuss auf dich. Und dann hast du keine Muni mehr. Jo. Du kannst jetzt eine Granate schmeißen und ihm die Deckung klauen. Wir haben hoffentlich noch irgendjemanden, der das ausnutzen kann. Ja, oder er selber tot. Gut gemacht, namenloser Fremder. Du kannst zweimal schießen, dann schießt du einmal regulär und einmal Suppression. Du tötest ihn einfach. Ne, 50-50. Ja, kein Glücksspiel. Gut, du versuchst den dann da rauszuholen. Wow, schöner Treffer, aber leider nicht genug, weil das irgendeine Art Anführer ist. Gleich nochmal. Das war der falsche, aber gut. Bleibst nur noch du. Schöner Schuss. Wird dir aber nicht helfen. Und ich denke, hoffe mal, dass das der letzte ist. Sniper. Sniper sieht ihn nicht. Du siehst ihn. Du kannst suppressen. Schredder. Schredder, Schredder, Schredder. Ibum! Schredder, Rocket? Ja. Hast du schon gehabt. Ich wollte eigentlich ein bisschen Schaden auch machen mit der, aber hat wohl nicht ganz so geklappt. Fuller. Bist nicht angeschlagen, bist ein super Tank. Geh mal vor. Halt drauf. Leider nein. Ah, ist nicht so schlimm. Kein Stress. Siehst du? Dein Specialist-Kollege macht das schon. Und du. Nicht durch die Säure durch. Noch ein Running Gun. Dahin. Chance 74. Komm, das packst du. Go, go, Dubby. Killer Dubby. Saubere Mission. 17 Kills. Ganz viele Leichen zum Zerschnipseln. Und hoffentlich auch ordentlich gut. Plus Geld, ne? War eine Plätschen-Mission. Okay, fehlt jetzt nur noch die Exalt-Mission. Dann haben wir hoffentlich erstmal wieder Ruhe. Wobei es eigentlich Zeit wäre für eine Terror-Mission demnächst. Aber die haben wir vielleicht verhindert durch das Abschießen des einen Abductors und des Large-Schiffes, das wir gestürmt haben. So, Dubby ist 19 Tage außer Gefecht. Heavy Floater ist möglich. 24 Alloys. Gut, 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 gut. Continue und 100 Bucks. Rüstung wird sofort repariert. Repair all. Jo. So, 651. Geil, 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 geil. Okay, nächste Folge kommt die Covered Op. Und dann ist das Genetics Lab auch fertig. Das heißt, wir könnten anfangen, ein paar Leute da mal reinzustecken. Wobei, ich denke, das wird noch mehr Forschung brauchen. Bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es funktioniert. Also in Vanilla war es so, wenn man Autopsien gemacht hat, wurden dadurch auch gleichzeitig die genetischen Sachen freigeschaltet. Bei Long War bin ich mir nicht sicher. Aber das werden wir dann hoffentlich gleich erfahren.